Mittwochabend in Wien-Floridsdorf. Vor hunderten Gästen bat Siemens Österreich bei der Academy of Life wieder einen besonderen Menschen auf die Bühne. Dr. Christian Konrad, langjähriger Generalanwalt und menschlicher Macher im Raiffeisen-Konzern, der seit 3 Monaten wieder im Brennpunkt der Öffentlichkeit steht. Als Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung setzt er sich vehement für einen humanen Umgang mit Asylwerbern ein. Eine Aufgabe, die seit den Terroranschlägen in Paris nicht leichter geworden ist. Viele Menschen fühlen sich bedroht. Aber ich stelle fest, wenn man mit Menschen spricht und vor allem dann, wenn sie einen persönlichen Kontakt mit Flüchtlingen haben, schaut die Welt gleich ganz anders aus. Ich denke nicht darüber nach, dass wenn jemand sagt, wie schwierig und furchtbar das alles ist, dass ich dem Recht gebe und mitheule mit den Wölfen, sondern ich rede dagegen. Und siehe da, da wird es manchmal sehr hitzig und heftig. Und wenn man auf den Punkt kommt, so, was hast du für persönliche Erfahrungen, dann geben die Herrschaften WO. Die neue Schätzung des Innenministeriums liegt bei 90.000 bis 95.000 Asylwerbern. Nun hat dieses Land, glaube ich, 8,6 Millionen Einwohner oder so ähnlich. Also das heißt, es kommen rund auf 100 Österreicher unter Anführungszeichen ein Flüchtling oder Asylwerber. So what? Haben 100 vor einer Angst? Angst ist ein schlechter Ratgeber. Auch deshalb kommt der Begriff im Wortschatz des legendären Managers selten vor. Da ist Geradlinigkeit eher seins und das seit Beginn seiner Karriere. Beginn bei der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien, angeblich am Schalter. Wenn ich schon in einer Bank anfange, dann würde ich das Geschäft von unten her lernen und durfte in der Bankfiliale in der Leinzer Straße meine Berufslaufbahn beginnen am Schalter, hatte keine Ahnung, konnte auch nicht Maschinenschreiben. Da gab es eine Apothekerin in Leinz, die hat am zweiten Tag, wo ich ihre Belege bearbeitet habe, mit dem Atlas-System gesucht habe, hat sie gesagt, sagen Sie mal, Sie können ja nicht einmal Maschinenschreiben. Da habe ich gesagt, ja, keine Frau, Sie haben recht. Da hat sie gesagt, wie kommen Sie dann in eine Bank? Da habe ich es angeschaut und gesagt, wissen Sie, keine Frau, ich bin ein Protektionskind. Das hat sie verstanden, das hat sie gemacht und damit war der Bann gebrochen. Diese Direktheit gepaart mit Handschlagqualität ist wohl das Erfolgsgeheimnis von Christian Konrad und gern gesehene Eigenschaft bei einem langjährigen Geschäftspartner. Es war ein echter Christian Konrad und ich finde es eben so angenehm, dass er authentisch ist in seinem Wesen, in seiner Art. Und so kenne ich ihn seit über fast 25 Jahren. Und das ist nicht immer ganz einfach für viele, aber ich habe festgestellt, wenn man ihm offen gegenübertritt, dann hat man die besten Chancen, auch etwas zu erreichen und auch das mit einem wirklich zuverlässigen und nachhaltigen Partner dann zu erledigen. Aus dem Erfahrungsschatz erfolgreicher Menschen Nützliches für das eigene Berufsleben herauszufiltern, das ist der eigentliche Zweck der Siemens Academy of Life. Und welche Botschaft glaubt der Stargast hinterlassen zu haben? Wenn man gerade ist, Wahrheiten sagt, wenn man fleißig ist, wenn man sich einsetzt, dass das etwas ist, was einen Wert hat und nicht nur darauf wartet, dass es allenfalls Beziehungen oder Protektion gibt, sondern man muss schon was tun, man muss ständig auch lernen, was Neues machen, neue Wege beschreiten, das habe ich, glaube ich, versucht zu sagen. Und welche Eindrücke haben die Member der Siemens Academy of Life gewonnen? Aus meiner Sicht eine sehr interessante Veranstaltung. Man kann, denke ich, einiges daraus mitnehmen, aus dem, was der Herr Konrad erzählt hat, was Kommunikation betrifft, was Herangehensweise betrifft. Ich habe es sehr interessant gefunden. Ich finde auch die Rolle als Flüchtlingskoordinator ganz, ganz wichtig. Und ich habe die familiären Einblicke, die er gegeben hat, auch sehr lustig und bereichernd gefunden. Wirklich mitnehmen ist einfach, dass man Konflikte nicht scheut. Ich halte es da, wie er es gesagt hat, dass man nicht Konflikte zwar nicht sucht, aber wenn sie da sind, dass man auch direkt darauf zugeht und offen kommuniziert. Und ich glaube, das hat er über sein Lebenswerk sehr penibel eingehalten. Was ich toll finde an dem, was er macht, dass er auch sehr viel quasi unterstützt und sich dann auch persönlich einsetzt. Und auch wenn er quasi aus dem Banken-, Wirtschaftsbranchenumfeld kommt, sich auch für die Kirche und so weiter sehr, sehr einsetzt. Das finde ich schon sehr schätzenswert auch an Menschen. Höchste Wertschätzung erntet auch die einzigartige Idee hinter der Siemens Academy of Life.
Ich finde das großartig. Kindersprojekt, ja schon seit langem, war ja aber auch bei Siemens im Aufsichtsrat und habe immer gesagt, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man junge Menschen motiviert, auch außerhalb der Dienstzeit was zu tun und sich mit anderen Dingen, also nicht mit den bloßen Sachfragen zu beschäftigen.